unserer Familie wurde zerstört. Die Teilung Deutschlands. Deshalb habe ich auch keine Angst vor Nazis. Die Arbeit entwickelt eine Fragestellung. Also sie ist hier nicht gemacht, um mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwelche Leute zu beschuldigen oder irgendwas, sondern eine Fragestellung, wie wir mit totalitären Systemen umgehen, wie wir mit Gleichschaltung, mit Manipulation umgehen und dass wir uns fragen sollten, wenn wir irgendwo mitmachen, das uns vorher genau zu überlegen. Die Zwerge sind ungefährlich. Im Allgemeinen gelten sie in unserer Gesellschaft als ein bisschen dämlich, Synonym für Spießertum, für Kleingärtner. Und wenn man jetzt als Künstler, hatte mich interessiert, die meistdiskreditierteste Figur in Deutschland zu nehmen. Ich bin enttäuscht, dass man Straubing nämlich jetzt zu einer Nazistadt vielleicht umfunktioniert oder beziehungsweise da heißt es ja schon her, Nazistadt. Da redet man von Kam und von Nester, von Republikanern und alles. Denen haben wir es hier verboten zu demonstrieren. Ich dachte, der Aufstand der Gartenzwerge ist ausgebrochen. Im Moment war ich ein bisschen perplex, habe aber dann diesen Hitlergruß gesehen und dachte, naja, es kann also zwei Sachen heißen. Antifaschistisch oder faschistisch. Und ehrlich gesagt bin ich immer noch nicht ganz sicher, was es bedeutet. Ich glaube, ich muss mich mit dem Künstler noch unterhalten, um das rauszufinden.